Mai 2017. Thüringen. Wir haben eine Verabredung mit Björn Höcke. Er zeigt uns seine Heimat. Da haben die Gebrüder Grimm ihre Märchen gesammelt. Also drüben, wie gesagt, der Berg der Verholle, die Saberburg im Reinhardswald, das ist das Schloss von Dornröschen. Dieser Mann hat mit seinen Reden ein ganzes Land gespalten. Spaltet er damit auch seine Partei? Die AfD. Noch nie ist eine Partei so schnell so groß geworden. Doch seit ein paar Monaten läuft es nicht mehr so rund. Ich würde jetzt sagen, bricht es mal ab. Ich komme mal kurz mit rein und wir kehren. Ein Machtkampf ist entbrannt. Ich gestalte weiter mit, sonst wäre ich nicht Vorsitzende. Und ich habe aber auch gesagt, dass die Zukunft der Partei davon abhängt, wie sie sich zukünftig strategisch aufstellt. Es geht um die Frage, soll die Partei bürgerlicher werden oder offen sein für alle? Wird die AfD an diesem Kampf zerbrechen? Fokussieren wir uns bitte auf den Gegner, wo er steht, nämlich draußen und nicht drinnen. Wir haben hier einen Bundestagswahlkampf. Januar 2017. Da ist die Welt der Frauke Petri noch in Ordnung. Ihre Partei liegt in den Umfragen bei 14%, als Europas Rechtspopulisten sich in Koblenz zu einem Kongress treffen. Niemand hier ahnt, dass diese Euphorie bald empfindliche Dämpfer erfahren wird. An diesem Samstag im Januar feiern sie sich. Die Bundessprecherin der Alternative für Deutschland, Vorsitzende der sächsischen AfD-Fraktion, Dr. Frauke Petri. Wir begrüßen die Vorsitzende des Front National, Mitglied des Europaparlaments, Marine Le Pen. Frauke Petri will sich als die herausragende Figur ihrer Partei präsentieren. Die Bühne dazu verschafft ihr Markus Prezell, seit kurzem ihr Ehemann. Er sitzt für die AfD zu diesem Zeitpunkt noch im EU-Parlament und ist AfD-Landeschef in Nordrhein-Westfalen. Der Tag soll zum Triumph für seine Frau werden. Das, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen versprechen. Ein Europa, was geleitet wird von HC Strache, von Gerd Wilders, Marine Le Pen, Matteo Salvini und Frauke Petri. Es wird ein besseres sein als das Europa, was wir bislang kennen. Es wird das beste Europa sein, was wir jemals hatten, meine Damen und Herren. Frauke Petris Rede an diesem Tag, rechtspopulistisch, scharf. Während Hunderttausende, Millionen, meist analphabetische junge Männer aus einer fernen und in Teilen gewalttätigen Kultur unseren Kontinent invadieren, predigen Politik und viele Medien in einem Wort Willkommen und Toleranz. Heute steht die Homogenisierung der Völker oder ihre Durchmischung, ihre planlose und demokratielose Durchmischung, ihre Umwandlung in Bevölkerungen auf dem Plan. Übrigens nur im Westen. An diesem Tag ist Frauke Petri noch weit von bürgerlichen Lagern entfernt. Das soll sich in den kommenden Monaten ändern. Sie will es so machen wie Marine Le Pen. Die hatte ihren extremistischen Vater aus der Partei gedrängt, um den Front National erfolgreich zu machen. Marine Le Pen hat eine sehr dezidierte Idee, wie Europa aussehen soll. Das eint uns in vielen Punkten, nicht in allen. Und nur ein letztes vielleicht. Marine Le Pen würde sich mit einem Herrn Höcke nie auf eine Bühne stellen. Wir Deutschen, also unser Volk. 3 Tage vor dem Kongress. Björn Höcke hält seine berüchtigte Dresdner Rede. Ausgerechnet in Petris Landesverband. Ohne, dass sie davon weiß. Die Botschaft? Der Mann für die ganz rechts in der Partei ist er. In den letzten Monaten hat sich der thüringische Landeschef zurückgehalten. Für seine Rede hat er sich entschuldigt. Von den Inhalten distanziert hat er sich nicht. Den Streit um seine Person, den sieht er gelassen.
Ja, die Partei ist, wie Alexander Gauland das sagte, leider immer noch ein gieriger Haufen. Das ist noch eine junge Partei. Man merkt, dass es menschelt schon noch relativ viel. Und sicherlich gibt es auch Machtspiele in so einer Partei. Und dass das auch für die Wahrnehmung der Einheit der Partei von außen nicht förderlich ist, ist klar. Ich versuche mich aus diesen Machtspielen möglichst rauszuhalten. Ich meine, ich habe meine klaren Positionen und die vertrete ich auch deutlich. Aber diese Spielereien mache ich nicht mit. Da weigere ich mich. Und warum nicht? Weil das so trivial ist. Für Frauke Petri ist Björn Höcke mit seiner Dresdner Rede zu weit gegangen. Sie will ihn loswerden, damit die AfD ein bürgerlicheres Image bekommt. Noch vor 3 Jahren hatte sie mit Höckes Lager zusammen Lucke aus der Partei gedrängt. Damals konnte sie Höcke noch brauchen. Heute sagt sie, dass Björn Höcke der Partei dauerhaft schaden würde, war relativ früh sichtbar, weswegen ich eine Zusammenarbeit mit ihm auf Vorstandsebene auch im Vorfeld des Essener Parteitages abgelehnt habe. Und es gab auch andere Repräsentanten, die es damals klar abgelehnt haben. Zum Beispiel auch ein Jörg Meuthen. Frauke Petri teilt sich die Parteispitze seit 2015 mit Jörg Meuthen. Der gilt als wirtschaftsliberaler Kopf der Partei. Heute stellt er sich hinter Höcke. Ich möchte diese Partei ein- und zusammenführen. Und dabei muss man auch an die Ränder gehen, solange man nicht über Grenzen hinausgeht. Und zusammen haben wir eine Chance. Wenn wir anfangen, uns in diesen Flügeln zu bekämpfen, dann würde das Projekt scheitern. Zusammenhalt um jeden Preis? Aus inhaltlichen Gründen oder aus machtstrategischen? Klar ist, der baden-württembergische AfD-Chef hat wenig Berührungsängste. Nicht mit Höcke, nicht mit dem rechten Verschwörungsmagazin Kompakt. Zu dem Zeitpunkt weiß noch keiner, wie der Richtungsstreit in der Partei weitergehen wird. Aber Meuthen positioniert sich. Wenn ich mir die Rede Höckes vor Augen führe, sehe ich diese Grenzen hier nicht überschritten. Das heißt nicht, dass ich mir ihren Inhalt zu eigen mache. Und darum glaube ich, man sollte da nichts weiter tun. Denn die Gefahr, dass sich daraus eine Spaltung ergibt, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Im Frühjahr wird im Parteivorstand der Umgang mit Björn Höcke ein Dauerthema. Nach zähem Ringen entscheidet sich die Runde mit knapper Mehrheit, dass geprüft werden soll, ob er die Partei verlassen muss. Das reicht ihr nicht. Mit einem Zukunftsantrag will Petri der Partei ein Bekenntnis gegen Rassismus und völkisches Denken ins Programm schreiben. Sie will die Linie vorgeben. Wenn am Ende jeder glaubt, Entscheidungen treffen zu dürfen, dann wird es für eine Partei und eine Ausrichtung durchaus nicht unproblematisch. Und dann mag man mir mein Alter übel nehmen, das vielleicht noch nicht ausreichend hoch ist. Oder möglicherweise auch die Tatsache, dass ich eine Frau bin und im Vorstand mit zumeist älteren Männern arbeite. Aber ich habe, glaube ich, 2015 einmal gezeigt, natürlich gemeinsam mit anderen, dass wir das Ruder in der Partei einmal herumgerissen haben, weil wir nicht wollten, dass sie inhaltlich von Lucke verengt wird. Insofern müsste man einer gewählten Vorsitzenden auch eine gewisse Richtlinienkompetenz zugestehen. Für Meuthen und Alexander Gauland ist das Zukunftspapier überflüssig. Sie sperren sich. Im Vorstand brodelt es. Einer aus dem Kreis hatte schon im Februar eine Mail an alle geschrieben. Angenommen, die AfD wird eine Höcke-Partei. Und wir stehen meines Erachtens kurz vor diesem Moment, auch wenn das viele noch nicht bemerkt haben. Dann kann diese Partei von niemandem mehr beerbt werden. Der Ruf ist ruiniert. Die Führung zerstritten, die Machtfrage im Vorstand ungeklärt. 2 Tage vor dem wichtigen Parteitag in Köln verschickt Frauke Petri für alle überraschend eine Botschaft an ihre Partei. Um allen Spekulationen diesbezüglich ein Ende zu bereiten, nutze ich daher die Gelegenheit dieser Videobotschaft, um eindeutig zu erklären, dass ich weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung in einem Spitzenteam zur Verfügung stehe. Mit diesem Paukenschlag geht die AfD in ihren Parteitag. Köln, 22. April 2017. In Umfragen ist die AfD inzwischen auf 11% gesunken. Eine Stadt im Ausnahmezustand.
4000 Polizisten sind im Einsatz. 10.000 Demonstranten belagern den Tagungsort. Björn Höcke, der Provokateur aus Thüringen, hat von der Hotelleitung Hausverbot. Für die AfD-Delegierten wird der Weg zum Parteitag zum Spießrutenlauf. Das hat auch mit Björn Höcke zu tun. Für mich war es wichtig, einfach auch Demut zu zeigen und mein Dienstethos gegenüber der Partei zu zeigen. Deswegen bin ich nach Köln gereist. Es gab da, das wissen Sie, dieses Hausverbot durch die entsprechende Hotelgruppe. Sicherlich hätte man da jetzt ein großes Fass aufmachen können. Man hätte sich reinklagen können. Im Hotel Wagenburg-Stimmung. Wir gegen den Rest der Welt. Nach außen stehen sie geschlossen. Im Inneren Lagerkämpfe. Für Frauke Petri wird das ein wichtiger Tag werden. An ihrer Seite ihr Mann Markus Pretzell. Der berät sie in Strategiefragen. Beide wollen die AfD für das bürgerliche Lager wählbar machen. Diejenigen, die hier die Meinungsfreiheit innerhalb der Partei über alles stellen, die vergessen, was eine Partei ist. Denn gerade die AfD ist eben keine Partei, die ursprünglich mal dafür gedacht war, damit jeder seine eigene Skurrilität in die Öffentlichkeit blasen kann, und zwar im Namen dieser Partei, sondern wir sind eine Partei, weil wir geschlossen für bestimmte gesellschaftliche Veränderungen in diesem Land stehen. Und dabei schaden eben abseitige, irrwitzige Äußerungen deutlich mehr, als sie am Ende nützen. Auf dem Parteitag nun muss die Basis darüber entscheiden, ob Petris Zukunftsantrag diskutiert wird. Es hängt ein Hauch von Entscheidungsschlacht in der Luft. Niemand weiß, was die Basis an diesem Morgen denkt. Nimmt sie es der Chefin übel, dass sie nicht als Spitzenkandidatin zur Verfügung steht? Oder ist der Zukunftsantrag das Problem? Die Parteichefin soll die Eröffnungsrede halten. So gut wie niemand applaudiert, als sie ans Rednerpult tritt. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Liebe Delegierte, die Sie noch nicht sitzen. Petri will mit ihrem Verzicht auf die Spitzenkandidatur die Basis davon überzeugen, dass es ihr um Inhalte geht. Ihre Strategie? Als Spitzenkandidatin zurücktreten, um als Chefin gestärkt die Partei auf einen bürgerlichen Kurs zu bringen. In der Diskussion rund um den von mir und anderen eingebrachten Zukunftsantrag habe ich... Petri hofft, dass die Parteibasis ihr folgt. Warum haben viele AfD-Mitglieder davor solche Angst, dass sie eine grundsätzlich als richtig und notwendig empfundene Festlegung lieber nicht treffen wollen? Ich glaube, dass im Grunde dieser Antrag auch eine richtig gehende Unverschämtheit gegenüber den Mitgliedern darstellte, weil Mitglieder der Alternative für Deutschland brauchen kein papierenes Postulat, dass sie nicht antisemitisch und dass sie nicht rassistisch sind, so wie ich als Katholik auch nicht fünfmal am Tag eine Vorschrift haben muss, dass ich fünfmal am Tag das Glaubensbekenntnis laut beten muss. Wenn man auch trotzdem jetzt einen Antrag einbringt, ist das wie so ein Rechtfertigungsversuch. Ja? Wir haben aber gar nichts zu rechtfertigen. Und daher gab es Kritik auch an diesem Antrag. Petris Antrag wird nicht einmal diskutiert, sondern per Abstimmung von der Tagesordnung genommen. Danke, wer enthält sich? Danke, dann muss sein. Dafür votiert eine deutliche Mehrheit. Eine Demontage der Chefin. Co-Chef Jörg Meuthen war von Anfang an gegen den Antrag. Diese kleine, ganz gewiss nicht spalterisch gemeinte Nebenbemerkung gestatten Sie mir bitte auch. Wir müssen da restlos geschlossen stehen. Debatten über einen vermeintlichen realpolitischen und einen vermeintlichen fundamental oppositionellen Flügel, aus meiner Sicht eine trügerische Wahrnehmung, helfen uns da kein Jota weiter. Liebe Freunde, so machen wir das, so und nicht anders.
Meuthen zieht die Partei auf seine Seite. Und wird der größte Konkurrent von Petri. Ich hatte den Eindruck, sie hat jetzt so in den letzten Wochen keine glückliche Hand gehabt und hat ja diesen Strategieantrag auch verfalscht, der ja dann hier auch gar nicht behandelt wurde. Aber wissen Sie, das darf sein. Wir liegen alle, wir sind nur Menschen, wir liegen alle mal nicht richtig. Und natürlich wird daraus medial jetzt ein riesiger Konflikt aufgebaut. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass ich eine andere Vorstellung habe. Sie sagt, da ist jetzt keine Strategie. Ich sage doch, da ist eine Strategie, aber nicht eine, die sie jetzt für die zielführende hält. Und zu Herrn Meuthen kann man eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Also Charakter ist nicht käuflich. Also viele sagen ja jetzt, das ist so ein Parteitag der Schlammschlachten. Also das war eigentlich so nicht geplant. Ne? Oder würden Sie das anders sehen? Oder? Nein, also dass es Schlammschlachten gibt, also wer das nicht vorhergesehen hat, hat die letzten 2,5 Jahre geschlafen. Die Schlacht ist für heute entschieden. Aber während manche denken, Petri tritt zurück, tritt sie doch nur vor die Presse. Sie bleibt die Chefin, erklärt sie. Und glaubt nicht, dass ihre Gegner im Parteivorstand die Probleme wegen Höcke in den Griff kriegen. Denjenigen die Spitze zu überlassen, die offenbar mit der Entscheidung, einer Nichtentscheidung, sehr viel souveräner und gelassener umgehen, als ich es aktuell tue. Naja, das Problem kann man so beschreiben. Björn Höcke hat erreicht, dass Jörg Meuthen als Co-Vorsitzender sich zu seinem Instrument gemacht hat. Und damit bekommt natürlich die Position Björn Höckes eine andere Relevanz. Dass das nicht nötig und nicht gut war, ist meine Position. Doch die Basis hat sich eindeutig hinter Meuthen gestellt. Und der Parteitag ist noch längst nicht zu Ende. Es geht um die Ernennung der Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Der stellvertretende Parteivorsitzende Alexander Gauland will es machen. Zusammen mit einer ehemaligen Verbündeten aus dem Petri-Lager. Der bis dahin wenig bekannten Dr. Alice Weidel. Auch sie ist Mitglied im Bundesvorstand und Leiterin der Programmkommission. Eine Frau aus der Wirtschaft. Im Hintergrund werden Strippen gezogen. Alles, während der Parteitag läuft. Meuthen will die Wahl durchziehen. Ohne viel Diskussion. Und deswegen müssen wir das jetzt machen. Wenn wir die Sache hier rund machen wollen, brauchen wir das. Das heißt, wir brauchen das Wahlprogramm, das haben wir. Jetzt brauchen wir ein Spitzenkandidatenteam und dann sind wir gut aufgestellt. Man stelle sich für einen Moment vor. Letzter Satz, man stelle sich für einen Moment vor, wir hätten kein Kandidatenteam. Das wäre in der Außendarstellung ein Armutszeugnis. Kaum einer der Delegierten weiß, woher die Idee eines Spitzenteams kommt, das per Antrag gewählt werden soll. Ein Plan von Gauland und Meuthen? Für diesen Antrag wurde noch nicht positiv gesprochen. Sie sind ganz ruhig und ich entziehe Ihnen das Wort. Und wir stimmen jetzt noch mal ab. Wer für diesen Antrag... Der Antrag wurde nur vorgelegt. Ich entziehe Ihnen das Wort und Sie verlassen jetzt bitte das Mikrofon. Frau Weidel und Herr Gauland repräsentieren diese Partei und wir müssen Sie jetzt die Spitzenkandidaten wählen. Und so geschieht es auch. Mit knapp 68% wird das neue Spitzenteam bestätigt. Mit einem blauen Auge an die Macht. Alice Weidel und Alexander Gauland. Spätestens ab heute ist er der mächtige Mann der AfD. Liebe Frau Petri, ich weiß, dass Sie gestern einen schweren Tag hatten. Aber wir brauchen Sie in der Partei und wir brauchen Sie. Gauland weiß, Frauke Petri ist immer noch das Gesicht der Partei. Die AfD muss nach außen geschlossen wirken. Sonst ist der Wahlkampf gefährdet. Ich will auch Frauke Petri überhaupt nicht absprechen, dass sie wirklich glaubt, dass eine Partei mit Björn Höcke keine Zukunft hat. Dass das dort vermischt wird mit machtpolitischen Überlegungen, gut, das ist halt so. Rudolstadt in Thüringen. Auf den Hof eines AfD-Freundes hat das Team von Björn Höcke zu einem Bürgerdialog eingeladen.
Der abgelegene Ort ist gut besucht. Einer aus dem Organisationsteam erzählt uns, dass 160 Gäste aus dem Wahlkreis von Höcke extra hierher gefahren wurden, damit die Veranstaltung etwas mehr Glanz für die öffentliche Darstellung abwirft. Höcke ist im Wahlkampf und will Fragen der Bürger beantworten. Hier wird inhaltsreiche Kost geboten, hier gibt es keine Phrasologie, hier gibt es Klartext, hier gibt es den Mut zur Meinungsfreiheit. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir sagen Schluss mit der Multikulti-Spinnerei und diese klare Ansage wird für keine Taktik geopfert, das verspreche ich Ihnen. Unter den getreuen Fans befindet sich bei der anschließenden Autogrammstunde auch ein Anhänger der identitären Bewegung, die in einigen Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Höcke hat kein Problem damit, sich mit dem jungen Mann ablichten zu lassen. Das sind die Bilder, die Frauke Petri in ihrer Partei nicht mehr haben will. Natürlich haben wir in den letzten Monaten kein optimales Bild nach außen abgeliefert. Ich hoffe, dass ich einen geringen Anteil an diesem nicht optimalen Bild geliefert habe. Ich habe mich maximal zurückgehalten. Ja, und die sogenannte Dresdner Rede ist leider für machtpolitische Zwecke missbraucht worden. Das sage ich auch in aller Deutlichkeit. Der Politstratege Alexander Gauland. 40 Jahre war er in der CDU und leitete die Hessische Staatskanzlei. Ein konservatives Urgestein, dem der Streit um Höcke zusetzt. Er hat ihn trotzdem immer gewähren lassen. Man zahlt im persönlichen Preise. Ich habe einen sehr guten Freund verloren, der nichts mehr mit mir zu tun haben will, weil wir Björn Höcke noch nicht ausgeschlossen haben. Und ich erlebe das erste Mal, dass auch Journalistenkollegen, die gar nicht jetzt dienstlich mit mir zu tun haben, die ich seit vielen Jahren kenne, schon aus Frankfurter Zeiten kenne, plötzlich sich weigern, mit mir überhaupt noch zu reden. Das ist ein erstaunliches Phänomen, weil es zeigt, wie intolerant diese Gesellschaft ist. Warum hält er so an Björn Höcke fest? Diese Frage wird Gauland später noch beantworten. Es ist Bürgerdialog in Brandenburg. Wo ist die Antifa heute hier? Sie waren ganz überrascht gewesen. Da fehlt uns was. Ich bin das jetzt so gewöhnt, dass man schon eine Entzugserscheinung hat, wenn da keine Demonstration ist. Aber ich bin, so ist auch ganz angenehm. Gauland gilt als einer der Strippenzieher der Partei. Mächtig und erfahren. Und eng verbunden mit Jörg Meuthen. Ich schätze an ihm eine hohe Kompetenz, eine klare Durchsetzungsfähigkeit, eine sehr gute Fähigkeit, in Diskussionen Menschen zu überzeugen. Und ich schätze auch im Bundesvorstand eine kollegiale Zusammenarbeit. Wir haben fast nie Streit. Nee, wir haben eigentlich nie Streit. Das heißt, wir ticken ähnlich und das macht die Sache zum Teil auch leichter. An diesem Tag möchten sich die beiden den Fragen der Bürger stellen. Denn die AfD hat ein Problem. Ihr Hauptthema, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung, ist längst nicht mehr so aktuell wie noch im letzten Jahr. Ein bewährtes Rezept? Angst schüren. Wo die Bundesrepublik verteidigt werden müsste, das ist unsere Diskussion von vorhin, sehen wir, dass nicht mal unsere Grenzen vor 1 Million Invasoren geschützt wird. Und das, da müsste die Bundeswehr sein und nicht irgendwo in fremden Weltteilen mit einer Politik, die keiner von uns versteht.
werden. Wir sind nicht die politisch Korrekten. Wir werden bei der identitären Bewegung, wie bei ganz linksaußen Positionen, immer irgendwo auch irgendwelche Übereinstimmungen haben. Nur andere Bereiche, mit anderen Bereichen kommen wir nicht zurecht. Und von denen halten wir auch nichts. Und darum sagen wir, wie Alexander Gauland das völlig richtigerweise gesagt hat, wer mit uns Politik machen will, der muss das mit uns machen, damit wir die Bestimmungshoheit darüber haben, wie eine vernünftige konservativ-freiheitliche Politik aussehen sollte. Und da können wir uns nicht gemein machen mit anderen Organisationen, in deren Dunstkreis dann unter Umständen Geschehnisse sind, die für uns auch nicht akzeptabel sind. Wobei ich nicht der Mensch bin, ich sage das frank und frei, der sich damit in der Tiefe auseinandersetzt. Ein Parteichef, der sich mit inakzeptablen Geschehnissen nicht richtig auseinandersetzen will. Und ein Spitzenkandidat, der sich hinter Björn Höcke stellt. Und einen immensen Bruch in der Führungsspitze in Kauf nimmt. Worum geht es diesem Mann? Und was passiert nach der Bundestagswahl? Eine AfD ohne Björn Höcke würde eine Mitgliederzahl verlieren, die ich nicht einschätzen kann. Da gibt es Menschen, die sagen 20%, 15% bis ein Drittel. Aber zum Teil die aktivsten im Wahlkampf. Björn Höcke hat Bewunderer in der Partei, die seinen Mut, seine Demonstrationen in Erfurt, die ja Großdemonstrationen waren, die ich in Brandenburg zum Beispiel nie hinbekommen habe, und die Menschen verehren ihn sehr. Wenn Björn Höcke die Partei verlassen müsste, dann würden diese Menschen mindestens nicht mehr aktiv sein. Es ist Mai geworden. Fototermin in der Bundespressekonferenz. Die AfD steht jetzt bei 10%. Alice Weidel, die neue Spitzenkandidatin, ist auf den ersten Blick jemand aus dem bürgerlichen Lager. Die Ex-Goldman Sachs-Mitarbeiterin pflegt einen kosmopolitischen Lebensstil, lebt mit einer Frau zusammen, hat einen Zweitwohnsitz in der Schweiz. Sie hatte für den Parteiausschluss von Björn Höcke gestimmt. Wo aber steht sie heute? Danke. Hallo, Frau Huber. Hier präsentiert sich die Alternative für Deutschland. Ein ehemaliger CDU-Staatssekretär aus einem Villenviertel in Potsdam und ein Wirtschaftsprofessor. Eine Ex-Goldman Sachs-Mitarbeiterin und eine Ex-Firmenchefin. Sie verkörpern mit ihrer Herkunft das, wogegen die AfD antreten wollte. Das Establishment. Allein gegen alle steht Frauke Petri. Selbst Alice Weidel, mit der sie mal gut konnte, hat sich neu orientiert. Alice war eine von den Ersten, die über den Zukunftsantrag informiert waren und war der Meinung, dass das der richtige Weg für die Partei ist. Auf dem Parteitag hat sich Weidel zum Antrag enthalten. Nicht nur das. Plötzlich kann sie sich sogar vorstellen, mit Björn Höcke Wahlkampf zu machen. Wir sind in einer Partei und das Ganze liegt nun mal bei den Schiedsgerichten. Und je nachdem, wie die Entscheidung eben ausfällt, solange sind wir zwei Teile einer Partei. Und natürlich werden wir dann auch gemeinsam Wahlkampf machen, weil in Thüringen wird ja schließlich auch gewählt. In Thüringen ist Björn Höcke AfD-Chef. Wahlkampf machen mit dem Menschen, den man noch vor wenigen Wochen aus der Partei werfen wollte? Wir würden gerne mit Frau Weidel darüber sprechen. Doch zu dem zugesagten Interview in der Parteizentrale kommt es nicht. Sie sei plötzlich verreist, heißt es. Tatsächlich sitzt sie zu diesem Zeitpunkt in ihrem Büro im 5. Stock. Jemand von der Pressestelle kommt zu uns herunter. Einen Kontakt zu Frau Weidel kann auch er nicht vermitteln, auch wenn er sich bemüht. Der Umgang mit den Medien. Auch so eine Kampfzone der AfD. Er weiß es ja auch. Es bleibt dabei.
Frau Weidel redet nicht mit uns. Wir finden sie aber auf einer anderen Veranstaltung. Herzlich willkommen hier von Burg Lichtenberg im wunderschönen Bottwartal in Baden-Württemberg. Wir haben heute hier die gemeinsame Frühjahrstagung des Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten und des Studienzentrums Weikersheim. Bei dieser Veranstaltung im März 2017, knapp einen Monat vor dem Kölner Parteitag, ist neben Thilo Sarrazin auch Alice Weidel, einer der geladenen Gäste von David Bendels. Lassen Sie mich eines sagen, es ist mir eine große Ehre, hier heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Weidel hatte Bendels schon zuvor beim politischen Aschermittwoch der AfD in Sigmaringen getroffen. Reden möchte sie mit uns über diese Treffen nicht. Köln, wenige Wochen später. David Bendels ist unterwegs für seinen Verein. Früher war er CSU-Mitglied. Heute sei er ein unabhängiger, konservativer Netzwerker, sagt er. Seinen Verein gibt es erst seit 7 Monaten. Bendels organisiert mit eingeflogenen Mitstreitern aus Bayern Satireaktionen gegen angeblich überangepasste Medien, wie zum Beispiel den WDR. Wir sind heute hier in Köln beim Westdeutschen Rundfunk und wir werden dem Westdeutschen Rundfunk heute die goldene Regierungstrompete für besonders willfährige Regierungsberichterstattung verleihen. Doch diese Aktionen führen auf eine falsche Fährte. Denn der Verein hat auch ganz anderes im Sinn. Wahlwerbung für die AfD. Bereits in 4 Bundesländern haben sie diese Plakate aufgehängt. Hat die AfD den Verein dazu beauftragt? Wir haben jetzt hier in Nordrhein-Westfalen mehrere tausend Großplakate aufstellen lassen. Wir haben ein Extrablatt herausgeben lassen in einer Auflage von 2,6 Millionen, das an die Haushalte hier in Nordrhein-Westfalen geliefert wurde. In diesen Aktionen sind wir absolut unabhängig. Und wie gesagt, wir sprechen Wahlempfehlungen aus, aber es gibt von unserer Vereinsseite keinerlei Absprachen mit der AfD. Das gab es in der Vergangenheit nicht und das wird es auch in Zukunft nicht geben. Bendels sagt, dass seine millionenteure Kampagne durch Spenden von 14.000 Unterstützern finanziert wird. Darunter auch mittelständische Unternehmen. Wer steckt hinter dem Verein? Es gibt ja Leute, die in der AfD sind und gleichzeitig diesem Verein sehr nahe stehen. Das stimmt, ja. Das ist doch ein Problem, oder? Wenn man sagt, wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Naja, das sagen ja nicht. Also, wie gesagt, ich halte das was da jetzt passiert, für schwierig. Ich halte es auch für die AfD nicht mehr für förderlich, was da passiert. Ich habe das im baden-württembergischen Wahlkampf noch anders beurteilt. Ich war der Meinung, dass uns das durchaus auch hilft. Ich glaube, dass es uns in Baden-Württemberg auch noch geholfen hat. Aber dieser Verein, ja, mir ist die Agenda des Vereins ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Was klar ist, auch für seinen Wahlkampf in NRW hat der Verein Wahlwerbung gemacht. Gewehrt hat sich Markus Pretzell dagegen nicht. Die AfD und der Verein. Es gibt weitere Spuren. Alexander Gauland zu Gast bei einer AfD-Veranstaltung in Hessen. Ebenfalls geladen David Bendels. Der Bundeswahlkampf naht und da möchte sich der Vereinsvorsitzende gerne engagieren. Mit viel Geld. Und natürlich auch unseren AfD-Bundesspitzenkandidaten Herrn Gauland. Ich muss mich nicht um Dinge kümmern, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich habe keinen Kontakt, ich habe weder einen schriftlichen noch einen mündlichen Kontakt zu Herrn Bendels. Ich weiß nicht die Motivation, ich weiß nicht, wo das Geld herkommt.
Es ist nicht meine Aufgabe. Die Bundestagsverwaltung prüfte schon einmal den Verdacht auf illegale Wahlkampfunterstützung der AfD durch den Verein. Sie stellt fest, auch wenn nicht direkt an die AfD gespendet wird, Zitat, kann auch die Übernahme von Veranstaltungen und Maßnahmen durch andere, mit denen ausdrücklich für eine Partei geworben wird, als eine Einnahme der Partei gelten. Und weiter, Zitat, der Sachverhalt bot konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein Verbot gegen das Spendenannahmeverbot vorliegen könnte. Aber die Bundestagsverwaltung könne in solchen Fällen nur beschränkt ermitteln und hat die damaligen Untersuchungen, Zitat, vorbehaltlich neuer tatsächlicher Erkenntnisse eingestellt. Björn Höcke befürchtet, dass sich seine AfD in die falsche Richtung bewegen könne. Durch die Nähe zu Macht und Geld. Macht korrumpiert natürlich. Und diese erstarrte Parteiendemokratie ist ein Befund, ein Faktum. Und das heißt, wenn man nicht aufpasst als Partei, gehört man irgendwann auch zum erstarrten Establishment. Und das wollen wir so lange wie möglich vermeiden. Frauke Petri will die Partei koalitionsfähig machen. Dabei stört sie das Höcke-Lager. Das ist ihrer Meinung nach schuld an den sinkenden Umfragewerten. Auch deswegen sieht sich ihr Ehemann, Markus Prezell, als Ausputzer, der in seinem Landesverband niemals Extremismus dulden würde. In seiner Partei gibt es Menschen, die das in Frage stellen. Thomas Träder war AfD-Mitglied im Kreisverband Köln. Anfang des Jahres ist er aus seiner Partei ausgetreten. Und das hatte Gründe. Träder hatte entdeckt, dass sein AfD-Parteikollege Günther W. auf seiner Facebook-Seite antisemitische Kommentare likte und positiv kommentierte. Die Bemerkung, Merkel, die zionistische Jüdin, verkaufe Deutschland, sie werde Europa und die Menschen vernichten, das sei ihr Judenauftrag, bestätigt W. mit: Was ein Lügenweib. Also wir haben Herrn dann Ende Juni das erste Mal auf das erste antisemitische Facebook-Posting angesprochen. Er meinte dann, er hätte den Text, den er da geteilt hat, nicht gelesen. Daraufhin, also das haben wir dann erstmal so stehen lassen und ich habe dann selber mal gesucht, ob es andere Kommentare dieser Art gibt. Wir haben dann zwei weitere vulgär antisemitische Kommentare entdeckt. Einen davon hat er selber geschrieben. Darin geht es um eine angebliche zionistische Weltverschwörung, den sogenannten Hutenplan. Träder informiert den Vorstand, aber nichts passiert. Monate vergehen. Und dann habe ich an dem Tag, am 21. September 2016, einen Anruf von Herrn Prezell bekommen. Und da hat er mir gesagt, er hält die Facebook-Postings von nicht für antisemitisch. Er hat Herrn empfohlen, juristisch gegen mich vorzugehen. Und man muss sich überlegen, ob Leute wie ich noch einen Platz in der AfD haben. Was Herr Träder möglicherweise meint, ist, dass ich ihn dafür mir zur Brust genommen habe, dass er daraus öffentlichkeitswirksam versucht hat, ein großes Parteiproblem zu machen und so tun wollte, als sei die ganze Partei mit diesem Problem konfrontiert. Und da habe ich ihm erklärt, dass es keinen Grund gibt, nur um sein persönliches Mütchen zu kühlen, die Öffentlichkeit zu suchen und damit die Partei zu schädigen und einen falschen Eindruck in der Öffentlichkeit herzustellen. Träder findet heraus, sein AfD-Kollege W. ist kein Einzelfall. Zwar ist der inzwischen aus der Partei entfernt worden, doch andere AfDler posten unbehelligt weiter. Manche bis heute. Seine Vermutung: Wegsehen, damit die Partei nicht beschädigt wird. Wenn man erstmal ein Drittel Rechtsradikale in der Partei hat, dann kriegt man die nicht mehr raus, weil einfach die in der Lage sind, mit anderen Opportunisten genügend Positionen zu besetzen, Schiedsgerichte zu besetzen, Landesvorstände zu besetzen, Listen, Landeslisten zu besetzen und dann kippt die ganze Partei. Alexander Gauland findet auch eine andere Gefahr bedrohlich. Eine Spaltung würde die Partei nicht überleben. Der Meinung bin ich immer gewesen, weshalb ich auch
gegen den Ausschluss von Björn Höcke aus der Partei bin, weil ich glaube, man muss alle zusammenhalten. Das gilt wirklich für alle. Das gilt für Markus Prezell genauso wie für Björn Höcke. Und ich glaube, eine weitere Spaltung würde uns das Publikum auch nicht verzeihen, sondern würde sagen, die können es eben nicht. Und Björn Höcke? Er will das ganze Land erneuern. Er nennt es Thüringer Weg. Mit Machtmenschen wie Petri hat er auch deswegen nichts am Hut. Er will fundamentale Opposition. Der Begriff des Establishments ist für mich jetzt erstmal mit den Altparteien verbunden. Zu vorderst. Der Zustand unserer Demokratie ist der einer nicht mehr ganz funktionsfähigen Demokratie, weil wir über Jahrzehnte eine Herrschaft von Parteien haben, die sich den Staat untertan gemacht haben. 2010. Amateuraufnahmen von einer Neonazi-Demo in Dresden-Neustadt. NPD-Größen sind anwesend. Und Björn Höcke. Wegen der Nähe zu diesem rechtsextremen Milieu, aber auch weil Höcke sich Begriffe aus Hitlerreden zu eigen mache, hatte sich der AfD-Vorstand mit knapper Mehrheit entschlossen, ihn auszuschließen. In dem Ausschlussantrag wird Björn Höcke, Antragsgegner genannt, unter anderem vorgeworfen, Zitat: Der Antragsgegner verfällt in egomanische Ausfälle, in eine Ich-Orgie, die den Schluss zulässt, dass er den Thüringer Weg als Führer vorgeben will und sich damit zum Führerprinzip bekennt. Ein weiterer Vorwurf: Höcke habe die NPD unterstützt. Zitat: Der Antragsgegner hat unter dem Namen Landolf Ladig in den NPD-Veröffentlichungen Volk in Bewegung und Eichsfeldstimme Artikel verfasst, in denen die NPD für ihre politischen Ideen und das politische Konzept gelobt worden ist. Das ist vielleicht das Fatalste, dass infolge des Hinnehmens seiner Äußerungen andere Repräsentanten der Partei auf verschiedenen Ebenen meinen, sich in ähnlicher Weise äußern zu müssen. Und das in der Gesamtschau richtet den Schaden für die AfD an. Ich gehöre hier zum Urgestein. Und Björn Höcke würde dann auch nicht aus der Partei rausgehen, wenn man ihn von entsprechender Seite dazu auffordern würde. Ich weiß, dass ich eine treue Anhängerschaft habe, die genau für die Art, wie ich Politik mache, sicherlich auch manchmal mit einem sehr deutlichen Ton in der Stimme, mit sehr deutlichen Aussagen auch gewertschätzt werde. Und ich bin da relativ selbstbewusst, wenn ich feststelle, dass ich auf jeden Fall ein Teil der Partei bin und auch bleiben werde. 3 Monate vor der Wahl ist bei der AfD alles möglich. Nur keine Geschlossenheit. Die Umfragewerte liegen inzwischen bei 8%. Magdeburgs Oberbürgermeister Trümper will mehr Befugnisse für das Ordnungsamt und fordert eine Art Kommunalpolizei. Damit soll in Problemvierteln für mehr Ordnung und Sicherheit gesorgt werden. Die Polizeigewerkschaft lehnt das ab und fordert mehr Geld und Personal für Landespolizei und Ordnungsämter. Im Prozess um die Tötung einer Chinesin in Dessau-Roßlau fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten. Für seine mitangeklagte Ex-Freundin wurden 8 Jahre Jugendhaft beantragt. Beide sollen im vergangenen Jahr eine chinesische Studentin misshandelt, vergewaltigt und getötet haben. Nach nur 10 Tagen räumt Donald Trumps Kommunikationsdirektor Scaramucci seinen Posten. Unklar ist, ob der 53-Jährige zurückgetreten ist oder vom US-Präsidenten gefeuert wurde. Scaramucci hatte sich wiederholt abfällig und vulgär über Mitarbeiter im Weißen Haus geäußert. Die französische Filmlegende Jeanne Moreau ist tot. Wie ihr Agent mitteilte, starb die Schauspielerin im Alter von 89 Jahren in Paris. Moreau stand in mehr als 120 Filmproduktionen vor der Kamera und erhielt zahlreiche internationale Preise. Zu ihren bekanntesten Streifen gehören Fahrstuhl zum Schafott und Jules und Jim.
Am Dienstag teils sonnig, teils wolkig, besonders am Nachmittag und am Abend schwere Gewitter möglich bei maximal 37 Grad. Ans Meer. Den Gedanken hatten auch in der DDR Hunderttausende, wenn es um den Sommerurlaub ging. Sonne, Himmel, Horizont und noch besser, eine Insel. Thomas Franz und Jürgen Gorsler fahren im Sommer 75 mit ihren Mopeds zum Zelten nach Barbe auf Rügen. Für die beiden Leipziger wird es der schönste Sommer. Heute sind sie noch immer befreundet und fahren auch immer noch gern Moped. Wir waren damals, wo wir das erste Mal das gemacht haben, und da war es ja einfach, wir hatten die Mopeds, wir sind gerne Moped gefahren und wollten an der Ostsee gemeinsam in der großen Truppe, wir waren damals 9 Mann. Und da haben wir gesagt, da fahren wir mit unseren Mopeds an der Ostsee, da haben wir den Spaß mit dem Moped fahren und dann den Urlaub gleich miteinander verbunden. ...1975 sind die beiden Freunde 16 Jahre alt. Gerade mit der Schule fertig. Nach dem Sommer werden sie eine Lehre als Heizungsbauer anfangen. Und dann überlegt man natürlich, was machen wir in der Zwischenzeit? Und sie haben eine Antwort gefunden, sie wissen es ganz genau. Ausspannen. Einfach mal mit den Kumpels Moped fahren, sich natürlich nach Mädels umschauen. Und die große Freiheit nach anstrengenden Schuljahren einfach mal genießen. Und in ihrem Fall muss man sagen, die Pause hat sich tatsächlich gelohnt. Denn die Lehre als Heizungsbauer, die haben sie danach locker geschafft. Heute haben sie zusammen eine erfolgreiche Firma. Und diesen Sommer, da soll es nochmal so richtig losgehen. Eine Tour an die Ostsee mit ihren Freunden Tino, Marco und Uwe. Die sollen dabei sein. Und das Ganze natürlich auf Original DDR Simson Mopeds. Warum? Das habe ich mich heute früh auch gefragt, warum, als ich aufs Thermometer geguckt habe. Aber ne, das ist so Jugenderinnerung. Und um das noch mal zu probieren, ob es noch geht. Einfach von Spaß. Ich mache es einfach nur von Spaß. Mit den Kumpels zusammen Spaß haben und hoffentlich verschiedene Erlebnisse, dass es alles gut geht. Das Schlechteste wäre, wenn ein Moped ausfällt. Und wir müssen basteln. Aber das mussten wir da vor 30, 40 Jahren auch. Wappenschmiede Suhl ist das immer. Ja. Früher sind sie so weit gefahren. Jetzt müssen wir sehen. Meine habe ich ja neu zusammengebaut. Die ist bis jetzt 30 Kilometer gefahren. Im zusammengebauten Zustand. Aber wird halten. Also wir können garantieren, vor uns ist kein Stau. Am Start für die Route Leipzig-Barbe sind Jürgen, 58, mit seinem Star. Thomas, 57, ebenfalls auf einem Star. Uwe, 57, auf seiner neuen Schwalbe, die hoffentlich durchhält. Und Tino, 51, auf einer S51. Der Plan, 440 Kilometer in 2 Etappen bis nach Barbe. Die historische Strecke über die B2 und B96. 9 Stunden reine Fahrzeit mit 50 Kilometer pro Stunde im Schnitt und der Hoffnung, dass es Mensch und Material dabei gut geht. Die Temperaturen liegen unter 10 Grad, kälter als damals 1975. Jürgen und Thomas fahren so wie früher, mit Jeans und Anorak. Mario begleitet die 4 mit einem Transporter. Die 4 Jungs haben definitiv Spaß. Erster Halt in Bad Düben. Gerade einmal 30 Kilometer hinter Leipzig. Kalt an der Hände. Aber das wird ja wärmer jetzt langsam. So, weiter geht's. Vorwärts. Läuft. Wir wollen einkommen. Euch, ne? Heute Abend gibt's Bier. Genau. Fahren und ankommen. So einfach ist das. Nicht so viel quatschen. Fahrspaß auf 2 Rädern. Damals wie heute. Die pure Freiheit.
Hinter Potsdam ist nach 4 Stunden die B96 erreicht. Als F96 war sie die legendärste Fernverkehrsstraße der DDR. Auf ihr bewegte sich alles, was Räder oder Beine hatte. LKWs, PKWs, Zweiräder, Panzer, Pferdefuhrwerke, Traktoren, Tramper. Und das ist ganz spannend, von den Anwohnern wird sie bis heute nur die 96 genannt. Also ohne F und ohne B. Und irgendwie war sie ja auch die Route 66 der DDR, das kann man ruhig so sagen. Einmal längs von Süd nach Nord und zurück und das Ganze über 500 Kilometer weit. Vom Gebirge bis zum Meer. Es ging durch Industriegebiete, durch den Tagebau, gab es kleineren Städte, größere Städte, Felder, Alleen. Also eine richtig tolle Strecke. Und in dieser Form gibt es die ja heute gar nicht mehr. Teile sind zur Autobahn ausgebaut. Und wer wissen wollte, wie die DDR aussieht, der konnte entlang der 96 all das sehen. Inklusive jeder Menge Stau und ausverkauftem Benzin, wenn sich die Urlaubskarawane zum Ferienanfang Richtung Norden bewegte. Im April 2017 ist Stau kein Thema. Zumindest wie angekündigt, nicht vor den Mopeds. Die Autofahrer dahinter müssen sich schon mal in Geduld üben. Mai 2017, Thüringen. Wir haben eine Verabredung mit Björn Höcke. Er zeigt uns seine Heimat. Da haben die Brüder Grimm ihre Märchen gesammelt. Also drüben, wie gesagt, der Berg der Verholle, die Saberburg im Reinhardswald, das ist das Schloss von Dornröschen. Dieser Mann hat mit seinen Reden ein ganzes Land gespalten. Spaltet er damit auch seine Partei? Die AfD. Noch nie ist eine Partei so schnell so groß geworden. Doch seit ein paar Monaten läuft es nicht mehr so rund. Ich würde jetzt sagen, bricht es mal ab. Ich komme mal kurz mit rein und wir kehren. Ein Machtkampf ist entbrannt. Ich gestalte weiter mit, sonst wäre ich nicht Vorsitzende. Und ich habe aber auch gesagt, dass die Zukunft der Partei davon abhängt, wie sie sich zukünftig strategisch aufstellt. Es geht um die Frage, soll die Partei bürgerlicher werden oder offen sein für alle? Wird die AfD an diesem Kampf zerbrechen? Fokussieren wir uns bitte auf den Gegner, wo er steht, nämlich draußen und nicht drinnen. Wir haben hier einen Bundestagswahlkampf. Januar 2017. Da ist die Welt der Frauke Petri noch in Ordnung. Ihre Partei liegt in den Umfragen bei 14%, als Europas Rechtspopulisten sich in Koblenz zu einem Kongress treffen. Niemand hier ahnt, dass diese Euphorie bald empfindliche Dämpfer erfahren wird. An diesem Samstag im Januar feiern sie sich. Die Bundessprecherin der Alternative für Deutschland, Vorsitzende der sächsischen AfD-Fraktion, Dr. Frauke Petri. Wir begrüßen die Vorsitzende des Front National, Mitglied des Europaparlaments, Marine Le Pen. Frauke Petri will sich als die herausragende Figur ihrer Partei präsentieren. Die Bühne dazu verschafft ihr Markus Prezell. Seit kurzem ihr... An diesem Tag ist Frauke Petri noch weit von bürgerlichen Lagern entfernt. Das soll sich in den kommenden Monaten ändern. Sie will es so machen wie Marine Le Pen. Die hatte ihren extremistischen Vater aus der Partei gedrängt, um den Front National erfolgreich zu machen. Marine Le Pen hat eine sehr dezidierte Idee, wie Europa aussehen soll. Das eint uns in vielen Punkten, nicht in allen. Und nur ein letztes vielleicht. Marine Le Pen würde sich mit einem Herrn Höcke nie auf eine Bühne stellen. Wir Deutschen, also unser Volk. 3 Tage vor dem Kongress. Björn Höcke hält seine berüchtigte Dresdner Rede. Ausgerechnet in Petris Landesverband. Ohne, dass sie davon weiß. Die Botschaft?
Der Mann für die ganz rechts in der Partei ist er. In den letzten Monaten hat sich der thüringische Landeschef zurückgehalten. Für seine Rede hat er sich entschuldigt. Von den Inhalten distanziert hat er sich nicht. Den Streit um seine Person, den sieht er gelassen. Ja, die Partei ist wie Alexander Gauland. Ehemann. Er sitzt für die AfD zu diesem Zeitpunkt noch im EU-Parlament und ist AfD-Landeschef in Nordrhein-Westfalen. Der Tag soll zum Triumph für seine Frau werden. Das, meine Damen und Herren, kann ich Ihnen versprechen. Ein Europa, was geleitet wird von HC Strache, von Gerd Wilders, Marine Le Pen, Matteo Salvini und Frauke Petri. Es wird ein besseres sein als das Europa, was wir bislang kennen. Es wird das beste Europa sein, was wir jemals hatten, meine Damen und Herren. Frauke Petris Rede an diesem Tag, rechtspopulistisch, scharf. Während Hunderttausende, Millionen, meist analphabetische junge Männer aus einer fernen und in Teilen gewalttätigen Kultur unseren Kontinent invadieren, predigen Politik und viele Medien in einem Fort Willkommen und Toleranz. Heute steht die Homogenisierung der Völker oder ihre Durchmischung, ihre planlose und demokratielose Durchmischung, ihre Umwandlung in Bevölkerungen auf dem Plan. Übrigens nur im Westen. Das sagte leider immer noch ein gieriger Haufen. Das ist noch eine junge Partei. Man merkt, dass es menschelt schon noch relativ viel. Und sicherlich gibt es auch Machtspiele in so einer Partei. Und dass das auch für die Wahrnehmung der Einheit der Partei von außen nicht förderlich ist, ist klar. Ich versuche mir aus diesen Machtspielen möglichst rauszuhalten. Ich meine, ich habe meine klaren Positionen und die vertrete ich auch deutlich. Aber diese Spielereien mache ich nicht mit. Da weigere ich mich. Und, warum nicht? Weil es so trivial ist. Für Frauke Petri ist Björn Höcke mit seiner Dresdner Rede zu weit gegangen. Sie will ihn loswerden, damit die AfD ein bürgerlicheres Image bekommt. Noch vor 3 Jahren hatte sie mit Höckes Lager zusammen Lucke aus der Partei gedrängt. Damals konnte sie Höcke noch brauchen. Heute sagt sie, dass Björn Höcke der Partei dauerhaft schaden würde, war relativ früh sichtbar, weswegen ich eine Zusammenarbeit mit ihm auf Vorstandsebene auch im Vorfeld des Essener Parteitages abgelehnt habe. Und es gab auch andere Repräsentanten, die es damals klar abgelehnt haben, zum Beispiel auch